So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Ich habe sie mir jetzt doch geholt. Und was? Natürlich die neuen Lego IKEA Boxen. Ihr seht es. Es gibt 4 verschiedene Lego Boxen von IKEA. In 3 Kartons, weil in einem Karton sind 2 verschiedene Größen drin. Und ja, Lego und IKEA, die hatten mal was vor Jahren angekündigt, dass das kommen soll. Viele haben gedacht, dass es jetzt Boxen geworden sind, auf eine Art cool. Bin ich ganz offen und ehrlich. Auf eine Art ist es richtig cool, weil ihr kennt ja die Lego-Boxen. Es gibt ja die großen aus Plastik. Ihr macht zu oft auf oder zu. Ihr seht, ihr müsst dann immer hier vorne anheben, dass die Schublade drunter passt. Damit sind die Keksdosen, die man von oben zumacht, besser. Die mit der Schublade, ich habe sie auch angeboxt, aber ein paar Mal, ihr hört es, hängt das hier durch. Muss man dann also immer wieder anheben. Ist nicht schön, nach einer gewissen Zeit. Dann gab es mal von Lego so kleine Schreibtischboxen. In 2 Farben, rot und schwarz. Schublade, Klappe, für den Schreibtisch als Gimmick. Mehr kann man das nicht ansehen, weil ihr seht die Fläche hier drinnen. Es ist nicht groß. Hier unten ist jetzt eine drin. Eine Figur, die kommt eigentlich hier vorne drauf. Oder da eine Seite, die praktisch den Stein anmalt in Rot. Aber ihr seht es schon, es sind kleine, komplett aus Lego-Steine. Ist nicht schlecht, aber ein bisschen zu klein. Das dazu. Und mit diesen Lego-IKEA-Kisten hoffe ich natürlich was richtig, richtig Cooles. Aber wir fangen natürlich mit dem kleinsten an. Mittleren Größen. Obwohl hier sind ja 2 Größen drin. Und der Preis besteht aus 10, 12, 15 Euro. Preis kann man wahrscheinlich nicht so sagen. Aber das sehen wir gleich beim Öffnen. Fangen wir natürlich mit der kleinsten Box jetzt an. Das ist diese hier. Da sind 2 kleine drin von 13 x 6 cm und eine große von 17 x 6 cm. Und die schauen wir uns jetzt an. Ich öffne den Karton. Karton, wie wird der denn geöffnet? Ich gehe mal erstmal hier so drunter. Aha, so nicht. Ach ja, so wird er geöffnet. Weil ich will die Kartons behalten. Ich weiß noch nicht, was ich damit vormache. Die Kartons sind aber schön stabil. Seht ihr, dann haben wir hier schon die ersten Kisten fertig. Oh, jetzt, hallo. Jetzt muss ich aber was sagen. So, und ihr habt es wahrscheinlich auf dem Karton gesehen. Da ist immer in Schwach Lego-Steine drauf. Hier seht ihr es besser. Seht ihr das? Das bedeutet, es sind originale Lego-Größe. Das heißt, ihr könnt sie aufbauen. Und das testen wir natürlich gleich zum Schluss, ob das wirklich an sich ist. Aber jetzt erstmal. Ihr seht es, 3 Boxen in die kleine Box drinne für 10 Euro. Also, Plastik hin und her. IKEA macht ja gute Plastiksachen, aber das ist richtig stabil. Seht mal, hier ist es ein Viererstein. Das ist richtig stabil. Und hier die Lego-Platte. Sowas kennt man noch von den alten Grauen. Kennt ihr euch noch die dicken? Das ist genau sowas. Habe ich jetzt eine? Ich habe hier eine liegen. Seht ihr die alten Grauen? Identisch hoch. Das ist auch fast dieselbe Baserung. Seht ihr das? Das sind so nachgebaute alten Grauen Lego-Steine. Ist richtig cool. Aber ich habe jetzt was entdeckt. Hier unten. Ist jetzt was? Mal gucken. So, man kann es draufstecken, die Boxen an sich. Sie rutschen auch nicht mehr. Aber sie sind nicht festgeklemmt. Das hat was zu bedeuten. Wer es weiß, schreibt es natürlich in die Kommentare. Sie sind fest. Sie rutschen nicht runter. Aber sie sind eben nicht, wie man es von Lego-Steine kennt, eingedrückt. Aber wir machen ja gleich den Lego-Test. Aber ihr seht es schon. Die Kisten, die kleinen, naja, sind klein. Fertig. Aber man soll ja kreativ bauen. Damit.
mal eine Seite stellen. So, weil es gibt ja, ich habe mir nur die drei Kisten geholt. Es gibt ja vier verschiedene. Es ist eine Kiste, da sind ganz viele bunte Steine drin und ein paar Minifiguren drin. Die kostet, ich glaube, auch so um die 10 Euro. Die habe ich natürlich nicht gekauft, aber ich werde sie euch jetzt zeigen. Ich habe sie natürlich da aufgenommen, wie es aussieht. Also, hier ist jetzt erstmal die bunte Lego-Steinkiste für 10 Euro. So, ihr habt es gesehen, es sind nur bunte Legosteine, aber da ich ja kistenweise Legosteine habe, brauche ich sie nicht. Bin ich offen und ehrlich, ich brauche sie nicht. Ich habe kistenweise von den Lego-Steinen in allen Farben, allen Formen, allen Größen. Deswegen, wenn ich mir was irgendwas Kreatives bauen will, mache ich das natürlich mit meinen Steinen. Aber wer die Kiste natürlich auch haben will, wie gesagt, 10 Euro. Nützlich oder nicht nützlich, muss jeder selbst wissen. Jetzt kommen wir zu der Kistengröße. 26 x 18 x 12. Typisch Ikea, eine Bauanleitung, richtig cool, wie man es kennt. Ikea, nicht anrufen, Scherz beiseite. Aber ihr seht, es sind richtig dicke Teile, sind auch robust, wir haben es ja gerade schon an den kleinen Boxen gesehen. Karton weg, hier haben wir das. Das Unterteil ist dünner und hier wieder die große Lego-Platte. Das ist richtig cool, weil das eine Lego-Platte ist. Und wenn wir gleich den Test machen und da sind wirklich original Lego-Steine, die da drauf passen, top, das dazu. Dann haben wir hier natürlich seitlich erstmal die Lego-Steine hier reinschieben. Oh, es klickt. Ihr seht, es ist dann stabil. Also, ich muss jetzt sagen, IKEA Plastikteile bauen die wirklich gut. Ihr kennt vielleicht andere Produkte von IKEA aus Plastik, die sind wirklich hochwertig. Da kann man nicht zu meckern. Es gibt andere Firmen, die machen Schlechteres. Aber, schaut mal, es bewegt sich nicht mehr. Es ist richtig cool. Dann wird sie jetzt hier eingeklickt. Ah, feste drücken, habt ihr gehört? Dann gibt es einen Klick. Oder mehrere Klicks. Dann überall gleich hoch. Ihr könnt sie an einer Stelle verhalten, richtig wackeln. Sie geht nicht mehr auseinander. Richtig cool. Die gefällt mir immer mehr. Jetzt kommt der Deckel drauf. Und wie gesagt, ist eine schöne Größe. Aber gleich testen wir natürlich den Lego-Bautest. Die zwei kleinen dazu. Es gibt natürlich viele kreative Bilder. Zum Ende des Videos hin zeige ich euch mal, was die da so aufgestellt haben, wie ihr es bauen könnt. Die haben da so eine Hütte rausgemacht, wo dann hier so überall Leitern sind. Aber schaut euch am Ende des Videos die ganzen Bilder an, die ich gemacht habe. Auf eine Art richtig cool. Werde ich natürlich was von nehmen. Aber jetzt kommen wir natürlich zu die größte Box. Das ist diese hier. Die ist 35 x 26 x 12 cm hoch. Und ihr seht, das hat mich richtig fasziniert, dass man da angeblich Lego-Steine mit drauf bauen kann. Aber wir werden es sehen. Einmal. Zweimal. Und passt auf, wenn ihr das auch so aufmacht, wie ich mit Messer. Finger weg oder lasst es eure Eltern machen. Seht ihr hier hinten die Rückseite? Da ist eine Wohnung eingebaut. Ach, guck mal, hier sind Fensterscheiben drin. In die Seiten. Türen dran gebracht. Obendrauf, es ist, glaube ich, so, dass die Lego-Steine alles darauf festbar sind. Also Original-Lego-Größe. Ist richtig cool. Da seht ihr schon was Kreatives.
Und jetzt kommen wir zu der größten Lego-Kiste. Bauanleitung. Wie immer, nicht anrufen. Dann haben wir hier die Teile. Und so. Und schaut euch mal diese große Lego-Platte. Alleine, wenn man gleich darauf wirklich bauen kann, die ist schön dick, die ist robust, die knickt nicht durch wie die dünnen Platten. Ihr wisst selber, wenn man eine große Platte kauft, wie teuer die teilweise sind. Einige von euch wissen, was ich meine. Ich zeige euch mal eine, zum Beispiel hier die Mittelgrößen, passt. Die großen Platten, die man kaufen kann, ihr seht, der Deckel ist größer. Der ist praktisch eine Platte, ja, und so eine, ja, so eine halbe, nicht ganz eine halbe. Ist also schon, ja, so um die 9 Euro auf jeden Fall wert. An Plattengröße. Kommt natürlich von den ganz großen Platten her nicht ganz hin. Aber ihr wisst, in die Größe eine Platte, 9 Euro ist auf jeden Fall immer wert. Aber dann 15 Euro die Kiste. Hammer. Bauen wir natürlich jetzt auch zusammen. Ihr kennt es ja gerade von klein. Einfach nur zusammenstecken und es hält. Auch hier, ihr seht es, obwohl es ziemlich groß ist, bleibt es an Ort und Stelle. Und wie gesagt, ihr schreibt mir alles in die Kommentare, wie ihr die Kisten findet. Also ich bin jetzt von dem ersten Eindruck auf jeden Fall begeistert. Muss ich echt zugeben. Robust, ihr seht, alles drin. Könnt von Ihnen sehen, ob ihr überall zu seid. Deckel drauf und es passt. Richtig cool. Dann habt ihr ja hier diese Aussparung. So, wenn ihr die Kisten natürlich irgendwo für braucht, ich sag mal so, für Dekozeug auf den Schreibtisch, weil die Kisten gibt es nur in weiß. Wartet mal. Ah, hier. Kennt ihr die Fenster von den Lego-Häusern? Sind natürlich richtig cool. Ihr könnt jetzt einen Zettel nehmen, es beschriften, hier hinterpacken und jetzt kommt der erste Lego-Test. Und dann, sie passt, sie ist fest. Dann könnt ihr die Kisten sogar beschriften mit so transparenten Steinen. Aber es passt. Wunderbar, es passt. Also ich, so sieht das aus, seht ihr das? Es ist richtig cool, dass es passt. Jetzt kommt natürlich jetzt hier oben drauf mal. Es ist, ihr seht es selber, eine Lego-Größe. Es fällt nicht ab, es kann wackeln. Sie sind richtig und könnt sogar irgendwie sowas bauen, dass ihr den Deckel von oben immer aufseht. Seht ihr, die Steine sind richtige Lego-Größen. Es passt wunderbar. Jetzt hole ich natürlich mal ein Kai. Steckt den drauf. Ja, es ist richtig fest. Also ihr könnt die Platten richtig cool benutzen. Jetzt könnt ihr natürlich eure Kreativität freien Lauf lassen. So, ich habe jetzt natürlich jetzt nicht so die passenden Größen hier, aber man kann ja hier so jetzt rum umbauen. Hier hinten zum Gestell, dass ihr Figuren draufsetzen könnt, die rumlaufen. Ihr könnt alles mitbauen. Ihr könnt Kisten verbinden. Das ist das, was mir gefällt. Es sind Lego-Produkte von IKEA. Die passen. Übereinander natürlich nicht, aber sie verrutschen nicht. Aber so ein Gesicht machen. Also ich bin begeistert von den Kisten. Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber wie gesagt, ich kann nur von mir sprechen.
Die große findet auf jeden Fall Verwendung. Die mittlere auch. So, ihr könnt auch was reintun. Sie passen alle wunderbar ineinander. Also ich bin ehrlich, ich bin nicht böse, dass ich sie mir geholt habe. Wer weiß, wie lange sie es gibt. Ich weiß es nicht, ob es nur eine Aktion ist für ein paar Monate oder sowas. Oder wenn ausverkauft, dann ausverkauft, haben die wieder hergestellt werden. Aber da, wo ich sie geholt habe, waren die überall. Aber ich sag mal so, 30-40% der Menschen, die Leute, die ich daher komme, die haben davon auch jedes Mal eine mitgenommen. Also die Riesenhaufen, die wohnen kleiner nach einer halben Stunde. Also ich werde mir auf jeden Fall noch mal ein paar Boxen besorgen. Die beiden Größen auf jeden Fall. Die für 15, die für 12, weil an sich die Lego-Platte, an sich, die ist es schon, ihr wisst, eine Lego-Platte, die dünn, die kosten auch Geld, die ist richtig schön dick, stabil, damit kann man was anfangen. Richtig coole Idee von Lego und Ikea. Daumen hoch dazu, auf jeden Fall. Ich finde das richtig cool. Aber ich werde natürlich jetzt eure Meinung wissen. Wie findet ihr die Kids? Was haltet ihr von? Kennt ihr sie schon? Habt ihr euch die schon geholt? All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren, auf jeden Fall. Und bei denen es nicht irgendwo Ikea gibt oder ihr Ikea online bestellen wollt, ich versuche die unter ein Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Wie gesagt, günstiger ist eine andere Sache. Dieses Paket, diese drei kosten 10 Euro, die einzelne 12, diese 15. Aber ich finde, durch diese Lego-Steinart, die Platten, ja, Geld wert, Geld nicht wert, müsst ihr selber entscheiden. Ich versuche natürlich irgendwas unterm Video zu verlinken. So, und in eure Kreativität jetzt an Sport zu gehen, zeige ich am Ende noch ein paar Bilder, wie es da ausgestellt war. Und ich sage wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu. Und bleibt gesund.